Welcome back to The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ist nicht Englisch, es ist alles Deutsch hier. Ich habe es jetzt nur mal auf Englisch ausgesprochen. Herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time auf der Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir sind in Dogongos Höhle und haben schon die Karte und den Kompass. Und jetzt geht's ab zur Bombentasche, hoffe ich mal. Wir hatten schon einen super Zwischengegner, die echt feini waren. Aber das Ding ist, da müsste irgendwo eine Kiste sein. Ich sehe aber nichts. Hier irgendwo. Wow, wow, in diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Ja, kann sein. Ob das praktisch... Ja! Hier müsste eine Kiste sein. Eigentlich. Eigentlich hätte hier eine Kiste sein müssen. Schauen wir uns das mal an. Hinauf. Oder ist sie hier drinnen? Nein, hier ist nur ein Herzchen. Komisch. Nehmen wir das Herzchen mal mit. Geht's da wo lang? Nein, da geht's nirgends lang. Okay. Geh, komm, geh hinauf. Reicht es nicht? Kann er nicht an eine Leiter springen? Doch, geht schon. Denk mal gerade, das wäre komisch. Wenn er nicht... Was ist denn jetzt? Bist du doof? Ah, wow. Ah, hier ist die Kiste. Rubine. Wir haben jetzt schon wieder zu viel Rubine für unser... Geht das? Komm, sag, es geht. Nein, es geht nicht. Cool. Scheiße. Mann. Wachs nach. Schneller. Schneller. Wachs nach. Donnerblumenernte war schlecht. Gut, dann machen wir es so, dann warten wir so lange, bis die fast explodiert. 1, 2, 3, komm, hopp. Alter, ich dachte, die müsste schon längst explodieren. So eine Kacke. Komm. Nochmal. 1, 2, 3. Geh! Jetzt ist aber noch lächerlich. Komm, ich gehe woanders hin, mir ist es egal. Ich gehe jetzt darüber. Darüber gefällt es mir besser. Das ist 1000-mal schöner. Ich glaube, da kommen wir sowieso erst später wieder hin. Ja, nicht nice, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht nice. Mann, das ist überhaupt nicht einfach. Oh Gott. So, ich muss den richtig hinschieben. Ich krieg da einen Anfall gleich. Es ist alles so mühsam. Hier. Wieso musste ich denn auch rausziehen? Wieso musste ich ihn rausziehen unbedingt? Gott. So, jetzt halte ich sie so lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, machen wir jetzt, komm. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Es war besser auf jeden Fall. Es hat... in gewisser Weise funktioniert. So, du bist ein Dings... Donks. Das irgendwie auf Zeit getrimmt ist, wenn es mich nicht täuscht. Bin mir aber oft nicht sicher bei solchen Dingen. Ja, ja. Hab auch schon klügere gesehen. Komm nur. Na komm, traut euch. Traut euch. Kommt zu mir. Hopp. Schlag. Hopp. Schade. Dachte mir, ich erwische ihn beim zweiten Mal. Komm, spring her. Sehr gut. Nummer 1. Down. Hier in der Gongos Höhle. Ja, komm. Trau dich. Wie heißen die laut Navi eigentlich? Ein Exodorus.
Okay. Yes! Wo geht's eigentlich da? Achso, da geht's in den unteren Stock, wo wir schon gegen die anderen Exodori gekämpft haben. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Wird schon passen. Achso, achso, achso. Oh. Waren wir hier nicht schon mal? Gefühlt? Ja. Aber wir werden sehen. Hopp. Ich drehe mich nur kurz nach links, um zu sehen, was da ist. Ja, genau das, was ich vermutet hatte. Die Lenkung ist... die Steuerung ist sehr, sehr direkt, muss ich sagen. Teuflisch. Teuflisch. Wo kommt man jetzt schon wieder hin? Ich weiß, was das gibt. Ich weiß, was das ist. Es bleibt nur mehr eine Sache übrig hier. Die Bombentasche! Diese Bombentasche ist aus Dogongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Traumhaftigst. Das ist bombig. Hier ist es. Tatsächlich sogar. Wir werden jetzt die Dekostäbe ersetzen. Und passt. Hey, da unten war doch was zum Aufsprengen. Komm. Das ist daneben gegangen. Oder nein? Da wäre eine Tür. Oh mein Gott, da wäre eine Tür. Aber ich weiß nicht, soll ich die Tür öffnen oder nicht? Jetzt können wir es öffnen. Denn jetzt haben wir... Oh, was machst du? Ich will das lesen. Der riesige Schädel, leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Genau, aber ich habe einen Geheimgang gesehen und diesen Geheimgang würde ich gerne zuerst öffnen. Nicht öffnen. Ich habe ihn ja schon geöffnet. So, ich will nur wissen, was da drin ist. Das ist viel wichtiger. Hm. Ah, ihr schon wieder... Ach Gott. Das war wieder Perlen vor die Säue. Na, was ist? Und? Nein! Nein! Mann, das sind totale... Das waren totale Nullnummern gerade. So was will ja niemand. Außerdem, wisst ihr, was mir gerade wieder eingefallen ist? Wir haben ja... Mal kurz. Genau. Upsi. Ah, was wollte ich sagen? Genau, wir haben ja 40 Kerne mittlerweile. 40 Deko-Kerne können wir mittlerweile schon tragen, weil wir ja in der letzten Episode ein Zielspiel gewonnen haben. Sagen wir mal, gewonnen haben. So, Achtung, upsie. Hoppa! Aha, jetzt fährt er hoch. Du Sack. Müssen wir warten, es hilft dir nichts. Es hilft ja alles nichts. Da drüben ist übrigens, glaube ich, noch eine Kiste, die wir uns krallen können. Oben dann. Ich glaube, der geht nie mehr runter, oder? Der geht nur rauf und mittig. Ja, rauf und auf meine Ebene halt. Sehr, sehr gut. So, wo geht's jetzt lang für uns? Betätige den Schalter, damit sich die Plattform hebt. So erreichst du leicht ein höheres Stock. Ich bin ja nicht doof, du Döfi. Ich weiß das doch. Erzähl mir mal was Neues, das habe ich ja schon getan. Doof, Linde. Wirklich. So. Come on. Oh yeah. Okay. Es hat nicht getroffen. Gefühlt. Das untere. Was haben wir hier? Rubine wahrscheinlich. Bitte ein Herzteil.
Oh Mann. Wer hat eigentlich die Höhle gebaut, frage ich mich. Waren das die Gyrönen? Oder wer war das? Hier geht's noch weiter. Man sieht auch schon, wo der Bossraum ist. Ein Herzteil wäre nicht schlecht, dann hätten wir schon 5 Herzcontainer. Hoppa! Burn, Baby, burn. Wir haben zu viele Rubine. Das macht mich nicht gerade glücklich, muss ich sagen, dass wir so viele Rubine haben. Beziehungsweise macht es mich nicht glücklich, dass wir keine groß genuge, ja, genuge, das ist das Wort, das ich suche, Geldbörse haben. Aber was ist wohl hinter dieser Tür? Oder hinter diesem Ding, was wir da jetzt gleich aufsprengen werden? Wir werden sehen. Das Schieben ist so langsam. Es ist so langsam, Leute. Es ist wirklich langsam. Bist du deppert? Ich glaube, das müsste reichen. So, come on. Wenn wir uns schon die Arbeit angetan haben, dann machen wir es gleich fertig, oder? So. Ich freue mich dann auch auf eine größere Bombentasche. Ach Gott, wahrscheinlich wieder so Deku-Typen, die nichts Gescheites haben. Oder auch nicht. Eine Skulptur, das ist viel cooler. Oh Gott, wieso verfolgst du mich? Na. Eine Skulptur ist viel cooler. Wahrlich, 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 sage ich euch. Wie viele haben wir denn schon? 7. Das heißt, ja, machen wir das. Speichern wir schon brav. 3 noch. Dann sehen wir, ob 10 sind, sonst müssen wir halt noch mehr sammeln. Ist ja egal, wir sammeln sowieso. Skulptur, dass die auf dem Weg liegen. Oh Gott. Was passiert da gerade? Also nochmal, die auf dem Weg liegen. Oh Mann, ich hab's gerade gedrückt. Oh. Du nervst echt wie Sau. Ja, egal, komm, wer tot. Echt stirb. Sau. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich gerade zwider. Okay. Jetzt müssten wir doch zu dem King Dogongo kommen, oder? Da kann doch nicht mehr so viel fehlen. Yeah! Treffe ich so? Kann sein, gell? Oh Mann! Ich bin so doof, echt! Es ist so schwierig. So. Jetzt aber. Es ist schon deutlich irgendwie, ich weiß nicht, schwieriger als andere Zelda-Spiele. Gerade steuerungstechnisch musst du viel früher schon agieren. Ist so lustig. Yes. Ab geht's. Hier gab es noch keine Masterschlüssel. Kommen die dann erst als Erwachsene oder kommen die überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke schon, dass die noch kommen.
kleine Kiste, aber ich glaube, das ist einfach für Bomben. Deshalb brauche ich gleich mal eine auf. Die Bomben. Im Gegenstandsmenü kannst du sie. Bomben werfen, Ding, ja. Perfekt. 5 Stück. Infernosaurus King Dogongo. Muss ich jetzt auf seinen Schwanz, oder? Gut. Hat mir der gerade ein ganzes Herz abgezogen, oder täusche ich mich da komplett? Oh Gott, hör auf, das zu markieren, bitte. Ihr hört nicht auf, das zu markieren. Ah! Ich kriege alle Zustände da bei sowas. Komm. So, dann muss man halt nochmal drücken. So, ein drittes Mal und das müsste reichen. Ist aber auch nervig. Aber ist egal. Selbst wenn es 5-mal ist, wir wissen ja, wie wir ihn besiegen. Haben es geschafft und die Lava ist super erstarrt. Yeah, der Herzcontainer. Jetzt haben wir schon 5 Herzen. Da geht's dahin, Leute, da geht's dahin. Thank you.
Guter Punkt, Feen am Gipfel. Und weg sind sie. Komisch, oder? Naja, Fee am Gipfel, das ist unser nächstes Ziel, das machen wir. Und dann auch noch Goronia rein, um das Herzteil zu ergattern. Was halt noch cool wäre, 3 Skulpturas. 3 freaking Skulpturas wären nicht schlecht. Naja, das werden wir uns direkt holen nach dem Cut.